Mittelmeer werden immer öfter Sagengestalten gesichtet. Wesen halb Mensch, halb Fisch. Der Grund ist weniger fantastisch, als sich mancher vielleicht wünschen würde. Korfu ist ein beliebter Ort für Mermaiding. Mit ein bisschen Fantasie hat die griechische Insel sogar die Form eines Meerjungfrauenschwanzes. Ein elastischer Stoff wird über eine Monoflosse gezogen. Fertig. Nur ein paar Minuten dauert die Verwandlung von Mensch in Meerjungfrau oder auch Meerjungmann. Die Monoflosse wird sonst für Langstrecken- oder Tieftauchen verwendet. Sophia Michalopoulou arbeitet als Wassertherapeutin. Sie nutzt Mermaiding-Kurse für ihre Arbeit. Heute aber, am Strand Arias, im Nordwesten der Insel, trifft sie sich mit Freunden, um ganz privat als Meerjungfrau zu schwimmen. Klassischerweise betreibt man Mermaiding in einem Pool. Das ist weltweit zum großen Trend geworden. Aber die Möglichkeit zu haben, im klaren, offenen Wasser wie hier auf Korfu zu mermaiden, ist viel natürlicher. Meerjungfrauen leben nun mal im Meer, nicht in Pools. Es ist ein Unterschied, ein gefangenes Lebewesen oder ein Lebewesen in einer natürlichen Umgebung zu sein. Es geht auch darum, sich an Algen zu gewöhnen und sich mit den Tieren anzufreunden und sich nicht fremd zu fühlen, sondern das Meer als eine natürliche Umgebung zu betrachten. Korfu ist bekannt für sein frisches, kristallklares Wasser. Der perfekte Ort für Mermaiding-Fans. Eine Meerjungfrau zu sein, bedeutet für mich, eins mit dem Meer zu werden. Es ist wundervoll, so zu schwimmen und komplett von Wasser umgeben zu sein. Es ist schwer zu beschreiben, wie es sich anfühlt, ein Meermann zu sein. Wenn man mit der Monoflosse schwimmt, anstatt mit zwei Flossen, muss man seinen ganzen Schwimmstil verändern. Damit an der Oberfläche zu schwimmen, ist sehr schwer. Aber wenn man sich unter Wasser mit der Monoflosse bewegt, ist es was Besonderes. Man fühlt sich wie ein Fisch. Glitzer oder nicht. Ich denke, in jedem von uns steckt eine Meerjungfrau. I think there's a mermaid inside us all. Der Glaube an Wesen, die halb Mensch, halb Fisch sind, ist uralt. Besonders viele Verweise gab es im antiken Griechenland. So beschrieb der Dichter Homer die betörenden Sirenen in seinem Epos Odyssee. Und auch die Gorgonen, Töchter eines Meeresgottes und eines Meeresungeheuers, zierten griechische Gebäude und Tempel. Künstler unterschiedlicher Epochen befassten sich mit der geheimnisvollen Meeresgestalt. Die wohl bekannteste Meerjungfrau-Skulptur steht in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen. Hans Christian Andersen schrieb das gleichnamige Märchen. Die Bronzefigur ist heute das Wahrzeichen der Stadt. Auch Disney setzte der Meerjungfrau 1989 eine Art Denkmal mit dem Zeichentrickfilm Ariel, der ein weltweiter Erfolg wurde. Heute ist die Fischfrau nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Seit einigen Jahren ziert sie zahlreiche Produkte. Sophia Michalopoulou gibt auch Kurse fürs Posen unter Wasser. Professionelle Meerjungfrauen als Unterwassermodels werden immer populärer. Mehrmals in der Woche unterrichtet sie außerdem Kinder und Jugendliche im Meerjungfrauschwimmen. Entweder im Stadtbad Korfu oder in verschiedenen Hotelpools. Es legitimiert Magie. Es zeigt ihnen, Magie ist möglich. Gleichzeitig lernen sie schwimmen, gesund und fit zu sein und dabei voller Freude. Das ist eine tolle Kombination. Das Mermaiding hilft Kindern über ihre Angst vor Wasser hinweg. Junge Menschen lernen einen anderen Umgang mit ihrer Körperlichkeit. Doch eines schwingt immer mit, egal ob bei groß oder klein. Die Magie, die das Meeresgeschöpf ausstrahlt. Die Meerjungfrau ist eine Kreatur, von der wir glauben, dass es sie nicht gibt. Aber eines Tages könnte sie vielleicht doch auftauchen. Besonders in den Abendstunden sollen die Chancen gut stehen. Wer genau hinsieht, kann sie in der Ferne vielleicht wirklich erkennen.